Was zum? Ein Dartpfeil? Gleich? Und? Oh, welch ein süßes Lächeln. Was rege ich mich eigentlich so auf? Mit der Zigarette in der Hand. Okay, die ist jetzt irgendwie mal ganz schön relaxed. Alter Schwede, ey, wie lange... Jetzt schnappt ihr die Dinger. Jetzt könnte man ihr hier wunderbar einfach... Bitte. Nein, jetzt versuch endlich... Kamin, hör auf, also Spielchen. Ich nehme mir ein paar von den Coupons, okay? Ui, kann ich mehr gesagt haben, dass ich auch... Die murmelt ja genauso süß wie Goal. Dabei ja, stimmt. Übernimmst du diese Woche doch nochmal den Abwasch? Und du kannst das nicht nennen. Und da ist ja... Ich würde sagen, das ist die gleiche Sprecherin. So gefällt mir Toni gleich viel besser. Ich hatte schon Angst, ihr Körper sei inzwischen immun gegen Beruhigungsmittel. Ich habe übrigens neulich deine Familienfotos als Isoliermaterial für einen Wetterballon benutzt. Und ich... Moment mal, was? Sagtest du irgendwas von Wetterballons? Nein, ich sagte Coupons. Donnerwetter? Was für tolle Coupons. Lass die Finger davon. Die schnell sind weg, Gavin. Ja, jetzt. Und tschüss. Wir haben Coupons. Okay, jetzt brauchen wir noch ein Paket oder wir gehen einfach so zur Post? Ich gehe jetzt einfach dahin. Ich will jetzt sehen, ob das so funktioniert. Ich geil, Oma. War auch eine schwere Geburt. So, und jetzt? Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonis Laden. Geschenkgutscheine verifiziert. Ein leichtes Bleigewicht aus Lager 1. Geben Sie nun die Adresse ein. Wohin? Ja. Die können Sachen fragen. Oh, was sag ich nur? Zu dem Typen. Vielleicht... Der immer abfunkt. Adresse verifiziert. Hm? Was? Versand wird initiiert. Okay. Frankierung wird gescannt. Fehler, das Paket ist doppelt überfrankiert. Paket mit Frankierungsstufe 3 ist ungeeignet für den Transport kleiner Güter. Ah, das ist... Erfüllung mit Knickerfolie startet. Ja. Das ist wegen der getunten Katze. Ja. Knick, knicke, die Knick. Oh yeah, ein schweres Paket wird verschickt. Taube aus großem Taubenverschlag wird gestartet. Jetzt bin ich gespannt. Vielleicht startet jetzt in die falsche oder so. Vielleicht startet jetzt die große Taube und das Paket ist... Ja, das Paket hat jetzt falsche Gewicht. Gut, die ist jetzt da hinten irgendwo. Im Moment, jetzt ist die Taube abgestürzt, aber der hat doch... das Paket war doch eigentlich zu schwer. Ja, jetzt nee, bin ich war durch. Zu leicht. Aber da ist sie wieder. Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Rufus hat die Antenne. Was hat uns das jetzt gebracht? Warte mal, nochmal mit dem Quatschen. Hi. Bitte nennen Sie Ihr Anliegen. Nee, bis später. Das ist alles nichts. Können wir dem nochmal so ein Ding geben? Ja, wir müssen wahrscheinlich an der... Entweder müssen wir in der Katzenkonstruktion was ändern, oder aber an der oben an der Einstellung. Okay, warte mal. Vielleicht müssen wir die Katzen vertauschen. Also andersrum. Die ist jetzt müde. Und die ist ziemlich nervös und aufgedreht. So. Ah ne, das ist ja das Narkotikum. So rum. Nein, komm her. Da. Die alte Katze. Die arme Katze. Sie sollte wirklich mal einen Gang zurückschalten. So, jetzt machen wir sie noch langsamer. Jetzt ist sie ja wieder normal, ne? Wie entspannt sie auf einmal ist. Nochmal? Nee, das geht ja nicht. Jetzt müssen wir die hier erstmal wieder fit machen. Und schon läuft sie wieder mit normaler Geschwindigkeit. Okay, jetzt erhöhte Geschwindigkeit. Hey,
Der Kaffee lässt sie schneller arbeiten. Der zuckt das Auge. Ich sollte Projektmanager in einer Computerspielefirma werden. Coupons. Türen schließen. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonis Laden. Geil, so können wir den Katzen zugucken. Mal gucken, was sie machen. Geschenkgutscheine verifiziert. Ein leichtes Bleigewicht aus Lager. Ja, geben sie nur. Wohin? Ja. Die können Sachen fragen. Oh, was sag ich nur? Was sag ich nur? Was sag ich nur? Adresse verifiziert. Was? Versand. Die läuft irgendwie auf der Stelle. Frankierung wird gescannt. Fehler, Fehler, das Paket ist doppelt unterfrankiert. Doppelt Versand ist fehlgeschlagen. Bitte bestellen Sie erneut. Okay, also die Katze hier ist die, die frankiert. Und was macht die andere Katze? Ich weiß nicht. Sie könnte wirklich mal ein bisschen mehr Gas geben. So. Hey, dann müsste es jetzt wieder doppelt überfrankiert sein. Ich sollte Projektmanager in einer Computerspielefirma werden. Ach so, ich jetzt sind die hier beide. Diese Geschenkgutscheine aus Tonis Laden. Jetzt sind sie beide Kaffee. Ja, komm, weiter. Wird initiiert. Ja. Frankierung wird gescannt. Die Frankierung ist korrekt. Okay. Ein leichtes Paket. Das ist ja klar, die sind jetzt wieder beide gleich schnell. Okay. Die linke Katze befördert das Paket dadurch. Die läuft über so einen kleinen Laufband und je schneller die läuft, desto schneller bewegt sich das Paket. Stimmt, die letzte Briefmarke hat die Katze jetzt auch irgendwie hinter das Paket gespuckt. So, das heißt, wenn wir die jetzt noch wieder etwas langsamer machen, dann wird es nur einfach überfrankiert. Was wollen wir eigentlich? Zuletzt hatten wir, das Paket war zu schwer, die Taube ist abgestürzt. Und schon läuft sie wieder mit normaler Geschwindigkeit. Mhm. Aber was hat die Frankierung mit der Taube zu tun? Das Paket müsste eigentlich so frankiert sein, dass der Typ das durchwinkt, damit die Taube überhaupt startet. Und das Gewicht muss irgendwie verkehrt sein. Es ist ja immer nur ein Gewicht drin. Weil er immer nur ein Gewicht bestellt. Das liegt ja an den Coupons. Er bestellt immer nur ein Gewicht. Das heißt, da müsste eine Briefmarke drauf. Ne, zwei müssen drauf, weil sie hat jetzt zwei drauf gehabt und es war okay. Warte mal, wir haben die jetzt wieder auf normaler Geschwindigkeit, die auf schnell. Mal gucken, was jetzt passiert. Ich habe es auch noch nicht so hundertprozentig verstanden. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonis Laden. Geschenkgutscheine eingeben. Ja. Okay. Adresse. So, die läuft jetzt mit normaler Geschwindigkeit. Flip, 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 kommen dann die Briefmarken raus. Ja. Frankierung wird gescannt. Müsste zu groß sein. Einfach überfrankiert müsste es sein. Fehler, ja. Fehler, das Paket ist einfach überfrankiert. Pakete mit Frankierungsstufe 2 sind ungeeignet für den Transport kleiner Güter. Auffüllung mit Knickerfolie startet. Okay. Knick, ein mittelschweres Paket wird verschickt. Taube aus mittlerem Taubenverschlag wird gestartet. Rufus ist ein Nichtnutz! Okay, das wurde eben nicht angezeigt, oder? Doch. Okay. Okay, das kriegt wieder abgeschmiert. Ja. Okay. Wir das müssen muss noch irgendwas mit der Einstellung der Tauben zu tun haben. Was ist, wenn die Katze, die da läuft, die linke Katze, wenn die langsamer wird? Dann ist das Paket zu leicht und die Taube fliegt
total weg. Also mit, würde mal wegfliegen. Und dann müssen wir noch gucken, dass die Frankierung okay ist. Also das Paket, sodass die Katze hier langsam ist und die, nee, Moment. Jetzt sind doch beide schnell oder eine normal? Nee, eine die schnell? Ist normal und die ist schnell. Okay, jetzt machen wir die eine Katze langsam und die normal, die Frankierkatze. Wenn wir die jetzt langsam machen und die Frankierkatze normal, ja, dann wird es einfach überfrankiert. Sie auf einmal ist. Ja, aber das Paket ist dann leichter. Und dann würde die Taube wegfliegen. Nee, normal wollen wir. Für chemikalische Experimente ist später noch Zeit. Jetzt braucht. Sie sollte wirklich mal einen Gang zu. Ich habe hier. Ja, das kennen wir alles. Eingeben. Adresse. Was? Versand wird initiiert. Okay, die ist jetzt lahm. Ja. Die ist normal schnell. Tipp, tipp, tipp. Drei Marken, die brauchen wir. Okay. Frankierung wird einfach gescannt. Frankieren. Mhm. Fehler, Fehler. Das Paket ist einfach überfrankiert. Pakete mit Frankierungsstufe 2 sind ungeeignet. Aber das hatten wir ja gerade schon. Ja, aber jetzt ist das Paket leichter, würde ich sagen, oder? Warum? Weiß ich auch nicht. An dem Gewicht des Pakets ändert sich nichts. Das Paket ist immer leicht. Ein mittelschweres Paket wird verschickt. Genau, jetzt ist es mittelschwer. Das heißt, jetzt die mittlere Taube kommt. Und eben hatten wir die kleine Taube. Die kleine ist okay, die fliegt damit weg. Die schwere stürzt ab. Naja, die große Taube müsste eigentlich am kräftigsten sein. Genau umgekehrt. So. Scheiße, ich schmier die alle ab. Ja. Müssen wir die Tauben noch tunen? Ja, wir müssen oben wahrscheinlich an diesem Erdmagnetfeld-Umstellungsdingsbums hier noch irgendwas machen. Also für mich sah das mehr aus, als wären die aus Überlastung abgestürzt und nicht Ja. aus Navigationsgründen. Aber das muss ja auch noch irgendeine Bedeutung haben hier, das Ding. Ich lass sie mal so stehen. Vielleicht bringt ein Gerät, das das Erdmagnetfeld manipuliert. Die Idee hätte von mir sein können. Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Traktor geklaut. Tja. Rufus züchtet Heuschrecken im Getreidesilo. Guck mal, die große Taube hat auch eine andere Farbe. Ja. Die haben alle unterschiedliche Farben. Meinst du, die Position der grünen Punkte hat was zu sagen? Dass man genau dieses Muster nachbilden muss? Das heißt, der Punkt, der jetzt ganz unten ist, dass der in die Mitte müsste? Nee. Und der oben rechts, der Punkt nach unten? Nee, das kommt nur hier oben auf die Zahl an. Meinst du? Ja, bin ich mir ziemlich sicher. Wie stand das eigentlich, als wir es ursprünglich bekommen haben? So, wie es da ist? Sonst müssen wir es vielleicht sogar so einstellen. Nee, ich denke mal, ganz am Anfang stand das... So oder anders? Vielleicht müssen wir es einfach so einstellen. 1, 3, 2 wäre ja die Einstellung, so wie die Gewichte dargestellt sind. Ja, ja. Und dann noch eine Taube losschicken. Wo auch irgendwie, wo gerade grün ist. Jetzt kann ich hier rechts gar nichts mehr machen. Warte mal. So, da ist es. 1, 3, 2. Ich lass sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir das ja was. Rufus hat die Antimaschine mit. So, ich möchte jetzt aber bitte doppelt überfrankiert haben. Was passiert denn dann? Oder Moment, kriegen wir die
doppelt unterfrankiert? Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht. Nein, doch. Achso, doppelt unterfrankiert. Ja, wenn die... Und schon läuft sie wieder mit normaler Geschwindigkeit. Nee, die Katze muss langsam, die Transportkatze muss langsam sein und die Frankierkatze... Nee, wenn die Transportkatze schnell ist, dann geht das Paket schnell durch. Wenn die Frankierkatze dann langsam ist, kriegt sie den nicht draufgeklebt. Dadurch wird es unterfrankiert. Achso, doppelt unterfrankiert. Okay. Ja. Ja, ja. So. Dann dürft ihr dies nur schaffen, ein so ein Ding da drauf zu machen eigentlich. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Bonis Laden. Doppelt unterfrankiert nicht.